Block 15. Also wir haben uns jetzt angeschaut, diese Serienschaltung und die Parallelschaltung. Also zwei ausgesuchte Dinge, das braucht man ganz, ganz oft. Also das hätte überhaupt keinen Sinn, das sozusagen auszulassen und zu sagen, das gibt sich eh automatisch, wenn man die Kirchhoffschen Gesetze kennt und das Ohmsche Gesetz, dann brauche ich das gar nicht mehr sagen, das ergibt sich von selber. Das wäre kontraproduktiv. Bei der Stern-Dreieck-Transformation kann man darüber streiten, ob das jetzt überhaupt noch sinnvoll ist, dass wir uns die explizit anschauen. Die braucht man nämlich nicht so oft. Ich habe sie jetzt prima da drinnen als prominentes Beispiel dafür, dass es mit diesen Serien- und Parallelschaltungen von Widerständen noch nicht getan ist, sondern dass es da quasi noch viel mehr andere Sachen gibt. Und von dem, was da quasi noch übrig bleibt, sind eben diese Stern-Dreieck-Transformationen das Prominenteste. Wir werden die aber jetzt nicht selber herleiten, so wie wir das mit der Parallel- und Serienschaltung gemacht haben, weil wir uns dazu mit anderen Eigenschaften von diesen Schaltungen noch beschäftigen müssten. Also wir müssten uns irgendwie damit auseinandersetzen, was das mathematisch bedeutet, dass das ein lineares Schaltungssystem ist und dass ich dann Superposition anwenden kann. Und aus der Superposition kann man dann relativ schön diese Formeln bilden, und ohne die Superposition ist es ein bisschen aufwendig. Darum habe ich hier nur die Formeln. Wichtig ist mir, dass ihr wisst, dass diese Umwandlung existiert. Dass ich, wenn ich so eine Schaltung habe, dass es damit noch nicht getan ist und die muss ich so akzeptieren, wie sie ist, sondern für jede Schaltung von drei Widerständen in so einem Dreieck mit drei komplett unterschiedlichen Punkten hier in meinem Schaltplan. Das ist das Wichtige, dass die Parallelschaltung, die verbindet zwei Punkte in der Schaltung. Und die Serienschaltung verbindet auch zwei Punkte. Aber diese Schaltung hier verbindet drei Punkte meiner Schaltung. Und wenn mir das nicht passt, wenn das irgendwie schwierig wird zum Rechnen mit genau dieser Schaltung, und ich komme aber darauf, Moment, wenn ich so einen Stern mache, dann wird alles viel einfacher und klarer, dann kann ich hierher gehen und mit dieser Ersatzschaltung ausrechnen. Und dann einfach dieses Dreieck durch einen Stern ersetzen. Und hier unten habe ich eben genau dazu die Formeln. Und wir sehen eben, hier sind die Formeln für die Umwandlung vom Dreieck auf Stern. Also wir haben hier zum Beispiel RA, dieser Widerstand, der ergibt sich aus diesen drei Widerstandswerten. Also wir sehen hier, jeder dieser drei Widerstandswerte hier kommt vor. Und wenn ich jetzt irgendeinen der verändere, dann verändere ich dadurch jeden dieser drei Widerstandswerte. Also es gibt ja quasi keine Subgruppen, die ich isoliert betrachten kann. Und wie nicht anders zu erwarten, also das war jetzt für RA und für RB und RC, sehen wir da eine gewisse Symmetrie, die natürlich widerspiegelt, dass wir hier in den Topologien auch gewisse Symmetrieeigenschaften haben. Und dann kann man das andere auch umgekehrt machen, da habe ich auch drei Formeln, die dann eben für die drei Widerstände in diesem Dreieck mir die Widerstandswerte geben, wenn ich die Widerstandswerte aus dem entsprechenden Stern kenne. Das heißt, dann nehme ich eine Schaltung C, in der der Dreieck quasi super wäre, aber leider habe ich einen Stern, kann ich das ersetzen oder andersrum, wie ich möchte. Natürlich wird es irgendwann mühsam, wenn ich das Ganze algebraisch mache. Weil wenn ich dann quasi nur R1, R2, R3 habe, dann fange ich an, das umzuformeln und ich schleife quasi R1, R2, R3 immer mit und ich setze dann quasi solche Terme ein und dann mache ich vielleicht noch eine zweite und eine dritte Umformung und dann werden das riesige Formeln. Aber wenn ich einfach mal damit anfange, dass ich Werte einsetze und damit den Werten durchrechne, dann kann man solche Umformungen relativ hübsch machen. Gut, das war eigentlich schon der Inhalt aus diesem Blog. Ich wollte das nur mal kurz zeigen, dass es das gibt. Und in der Diskussion haben wir dann noch ein paar andere Sachen. Gibt es da soweit Fragen dazu? Kann man das aus den Regeln, die wir jetzt schon haben, die Formeln aber ableiten? Ja, also das kann man, das kann man. Das sind keine anderen Regeln. Also die Frage ist, ob man das ableiten kann aus den Formeln, die wir jetzt haben. Ja, das kann man. Es ist noch nicht ganz so einfach. Die grundsätzliche Strategie ist die, dass ich mir die Superposition zu Hilfe mache, die wir aber noch nicht gemacht haben. Also jeder Physiker kennt das und Leute aus vielen anderen Richtungen natürlich auch. Ich habe ein lineares System und jetzt kann ich jetzt hier sagen, okay, ich charakteriere dieses System nur für AC und lasse B quasi offen. Und dann charakterisiere ich das über AB und dann charakterisiere ich das über CB.
Und aus der Superposition von diesen der Superpositionseigenschaften von so einem linearen Netzwerk kann ich dann quasi sagen, dass über diese drei Charakterisierungen das eindeutig definiert ist. Und dann kann ich quasi über die gleichen drei Kantenbeziehungen mir ausrechnen, dass diese Werte sein müssen. Und so komme ich dann auf diese Form. Aber es ist. Das behandeln wir nicht. Weil es für den Zugang, den wir dann quasi weiter im Kurs wählen, nicht so wichtig ist. Aber wenn man irgendwie durch die Elektrotechnik 1, Elektrotechnik 2 Prüfung, da könnte sein, dass ohne das einem das fragen und dann muss man das einmal runterrechnen und nachher darf man es vergessen, weil man braucht es dann de facto nie wieder. Ja. Gut. Wir haben uns den Widerstandswürfel angeschaut das letzte Mal. Und das geht gleich in dieser Diskussion um den Widerstandswürfel. Und der Widerstandswürfel das letzte Mal war ein einfacher Widerstandswürfel. Daher, weil jeder dieser Widerstände hier hat den gleichen Wert gehabt. Jeweils war es ein Ohm. Und vielleicht ist es noch da. Das war natürlich super. Nein, leider nicht. Wir haben uns dann das letzte Mal gewisse Symmetrieeigenschaften zum Nutzen gemacht im System. Wir haben gesagt, wir fangen bei dem unteren Punkt an und zeichnen es quasi flach nochmal auf. Und wir haben gesagt, okay, an diesem Punkt, da hängen mal drei Widerstände drauf. So, und an jedem von denen hängen dann wieder zwei, nicht? Also von dem gehen zwei weg, und von dem gehen zwei weg, und von dem gehen zwei weg, und das sind jedes Mal andere. Also die sind noch alle verschieden, das heißt, wir können diese Schaltung hier jetzt so weiterzeichnen. Wichtig, was wir hier zeichnen, ist nicht einmal eine Ersatzschaltung, es ist einfach nur die gleiche Schaltung anders gelayout. Aber wir machen dann gleich sehr intelligent eine Ersatzschaltung. So, und dann werden die hier wieder irgendwie zusammengefügt. Also an dem Widerstand hängen die beiden dran und an dem Widerstand hängen die beiden dran. Das heißt, die sind hier verbunden und gehen dann wieder da raus. Das heißt, wir sagen, wir verbinden die beiden. Dann haben wir da einen Widerstand und dann haben wir das gleiche hier. Dann haben wir da einen Widerstand und dann haben wir, das muss man dann irgendwie so zeichnen, noch einen. Und die gehen dann alle wieder an einen Punkt. Also wir haben hier den Widerstandswürfel nochmal ein bisschen anders gelayoutet. Dann haben wir das letzte Mal gesagt, okay, es sind aber alle Widerstände gleich groß. Und das heißt, wenn der Strom quasi den Pfad durch diesen Widerstand geht, oder der Strom den Pfad durch diesen Widerstand geht, oder der Strom den Pfad durch diesen Widerstand geht, dann wird immer die gleiche Geschichte erzählen können, wenn er am Ende seines Weges angelangt ist. Also egal, wie der durch dieses Labyrinth von oben nach unten durchgeht, er sieht eigentlich immer die gleichen Widerstandswerte, wird immer die gleichen Ströme sehen, weil wir eben hier inhärent diese Symmetrieeigenschaften haben. Das heißt, durch diesen Widerstand fließt gleich viel Strom wie durch diesen Widerstand und durch diesen Widerstand. Das heißt aber nach dem Ohmschen Gesetz, weil die ja gleich groß sind, dass hier und hier und hier jeweils die gleiche Spannung abfällt. Und wenn wir hier ein Potential haben und dann fällt immer die gleiche Spannung ab, dann haben wir an diesen drei Punkten auch das gleiche Potenzial. Und dann haben wir letztes Mal gesagt, oh, wenn da aber das gleiche Potenzial ist an diesen drei Punkten, wenn wir die verbinden würden, würde durch die Verbindung kein Strom fließen. Weil keine Potentialdifferenz heißt kein Strom. Und dann sind wir hergegangen und gesagt, okay, wir verbinden diese drei Punkte hier und das gleiche können wir da unten auch machen, wir verbinden diese drei Punkte hier. Und dann war das Ganze einfach, das Widerstandswürfel zu lösen. Weil dann haben wir hier Parallelschaltung von drei Widerständen, das ist ein Drittel Ohm. Parallelschaltung von sechs Widerständen, das ist ein Sechstel Ohm. Parallelschaltung von drei Widerständen, das ist ein Drittel Ohm. Und ein Drittel, plus ein Sechstel, das sind fünf Sechstel. Das heißt, der Ersatzwiderstand des gesamten Widerstandswürfels ist fünf Sechstel. Und jetzt kommt aber das Schwierige. Wir lassen das fallen. Wir sagen nicht mehr, jeder Widerstand ist ein Ohm. Sondern wir sagen, der hat den Widerstandswert R1, der hat den Widerstandswert R2, der hat den Widerstandswert R3 und so weiter und so fort. Es gibt 12 Widerstandswerte und die können halt beliebig sein. Wir versuchen das zu lösen.
Und dann kann ich diesen Trick nicht mehr machen. Weil auf einmal würde quasi das Elektron, das durch diesen Widerstand geht, am Ende seines Weges eine ganz andere Geschichte erzählen können, das Elektron, das durch diesen Widerstand geht. Weil die halt durch andere Widerstände gehen und damit sind hier andere Ströme und wenn andere Ströme sind, sind dann, und die Widerstandswerte anders sind, haben wir mit großer Wahrscheinlichkeit einen anderen Spannungsabfall. Ich kann die nicht einfach so annehmen, dass die verbunden sind und ich kann das nicht so einfach rechnen, das wird viel komplizierter. So, kann ich jetzt hier irgendwas rechnen, wenn ich diese Verbindungen nicht mache, mit Parallelschaltung oder mit Serienschaltung? Kann ich da irgendwas vereinfachen? Das war der Trick das letzte Mal, dass wir diese Verbindungen machen konnten und dann ließ sich das vereinfachen, mit diesen einfachen Serien- und Parallelschaltungen. Jetzt können wir das nicht verbinden und wir sehen, das geht nicht. Aber was können wir machen? Ja, also wir sehen, hier zum Beispiel sehen wir einen Stern. Und man könnte schauen, okay, was passiert dann, wenn man diesen Stern durch ein Dreieck ersetzt? Bringt uns das näher an unser Ziel? Oder weiter weg? Könnte ja auch sein. Das kann sein, dass es dann noch komplizierter wird und dann ist es furchtbar. Aber wir haben ja relativ viele Sterne hier. Wir haben da einen, wir haben da einen, wir haben da einen und wir haben unten. Also vielleicht bringt uns da irgendeiner. Und das kann man durchprobieren. Das empfehle ich auch so als Experiment, wenn das jemand machen möchte, das mal durchzuprobieren. Wir machen es jetzt nicht hier, ich zeige es einfach her. Ich habe das nämlich gemacht und ins Skriptum hineingenommen. Lösungen zum Widerstandswürfel. So. Und da haben wir zwei Ansätze in diesem Anhang und der erste Stern-Dreieck-Transformation. Und dann ein bisschen, also wir werden heute anfangen, Maxima zu nutzen. Maxima ist ein Computer-Algebra-System, das gibt es für Linux, Windows und Mac. Wir werden heute anfangen, ein bisschen kompliziertere Sachen einfach mit dem Maxima zu rechnen. Ich glaube, das ist spannender, als wenn ich hier irgendwie Mathematik vortanze, weil die eine Hälfte kennt schon und für die ist es uninteressant und für die andere Hälfte ist das nicht spannend, auch uninteressant. Also, nehmen wir lieber einen Text. Also, da habe ich hier Dreieck, Stern, Stern-Dreieck-Transformation mit Maxima implementiert. Und wir fangen an mit einem Würfel. Also ich habe jetzt hier eine andere Darstellung gewählt. Das ist quasi dieser Würfel von oben mit einer perspektivischen Projektion und die beiden diagonalen Punkte an den Würfel werden nämlich hier, wenn das die Oberseite ist zum Beispiel und das ist die Unterseite. Und dann sage ich zum Beispiel, okay, hier ist ein Stern, das kann ich dann in einen Dreieck umwandeln. Hier ist ein Stern, da kann ich einen Dreieck umwandeln. Wenn ich diesen Stern in ein Dreieck umwandle, dann kriege ich einen Widerstand, der diese beiden Punkte verbindet. Und wenn ich diesen Stern in ein Dreieck umwandle, kriege ich einen Widerstand, der diese beiden Punkte verbindet. Und diese beiden Widerstände sind parallel. Das heißt, die kann ich schon mal zusammenfassen. Das ist, was ich hier gemacht habe. Also in blau sind quasi die neuen Widerstände, die grauen ersetzen. Und hier habe ich einfach eingetragen, R13 parallel zu R16. Und R16 ist einfach der eine Widerstand aus dieser Stern-Dreieck-Transformation und R13 der andere aus der Stern-Dreieck-Transformation. Und das Ziel für uns ist sozusagen, wenige Widerstände zu bekommen. Nicht? Am Schluss wollen wir einen Widerstand haben. Das ist dann unsere Ersatzschaltung. Das heißt, ich versuche eine Stern-Dreieck- oder Dreieck-Stern-Transformation zu machen, sodass am Schluss eine Serie- oder Parallelschaltung Widerstand herauskommt. Weil beim Dreieck-Stern oder Stern-Dreieck habe ich drei Widerstände vor und drei Widerstände nachher, da habe ich nichts gewonnen. Aber damit, dass ich durch die Transformation hier zwei parallele Widerstände habe, das kann ich lösen. Nicht? Parallele Widerstände weiß ich und auf einmal habe ich eine Ersatzschaltung, die nicht mehr 12, sondern noch 11 Widerstände hat. Und wenn ich das 12 mal schaffe, dann habe ich keinen Widerstand mehr. Nein, wenn ich das 11 mal schaffe, dann bin ich bei meinem Ergebnis. Und das habe ich hier ausgearbeitet und das war echt mühsam. Ich bin irgendwann in der Mitte dann drauf gekommen, dass ich einen falschen Schritt gemacht habe. Dann habe ich die Hälfte der Bilder nochmal machen dürfen. Weil ich nämlich das nicht vorher am Papier gemacht habe, sondern ich habe mir gedacht, das geht schon so. So, und am Schluss landen wir halt bei dem hier. Und da brauche ich jetzt nicht mehr groß nachdenken über Stern-Dreieck und Dreieck-Stern, sondern die beiden sind in Serie, die beiden sind in Serie. Dann ist diese Serie und diese Serienschaltung parallel zueinander und dann ist dieser Gesamtwiderstand in Serie zu dem. Also das ist hier, was ich im Maxima hingeschrieben habe und dann kann man das
kann man das ausrechnen. Ich habe dann einfach hier verschiedene Werte eingesetzt. Ich evaluiere mit R für R1 ist, R2 ist und so weiter und so fort. Und dann kommt da was raus. Hast du das auch mal für R1 und so weiter mit 1 eingesetzt und geschaut, ob das dann wirklich 5 Sechstel rauskommt? Nein. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe, aber ich habe das gemacht, was im Skript ein bisschen später kommt, nämlich das Ganze gelöst, indem ich ein Gleichungssystem aufgestellt habe und dann kommt der gleiche Bruch. Das ist gut. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Also man sieht, man kann diese Dreieck-Stern-Stern-Dreieck-Transformation nutzen, um durchaus sophisticated Probleme zu lösen. Und solange man quasi das nicht algebraisch machen möchte, dass man am Schluss eine Formel hat, da steht R1 ist gleich und dann ein Term, sondern solange man quasi das mit den Widerstandswerten rechnet, kommt man da auch relativ weit. Also diese paar Schritte, ich sag mal, wenn man ein bisschen ordentlich ist, dann schafft man das, dass man das händisch durchrechnet oder mit Hilfe eines einfachen Taschenrechners, der einfach dann das Dividieren abnimmt. Wenn man das aber algebraisch machen möchte, da kommen riesige, riesige Terme raus. Darum habe ich hier auch am Schluss nicht stehen, gib mir die Formel für R, sondern nur gib mir den Wert von R, wenn ich diese Werte einsetze. Weil die Formel für R, die ist riesig. Wenn ich das dann das Maxima ausspucken lasse, dann rechnen wir, sind das irgendwie 100 Bildschirmseiten, eine Formel. Die man sicherlich kürzen kann, aber wenn ich sage, kürze mir das mal, dann rennt er eine Viertelstunde und sagt out of memory. Also gut, also man sieht, man kann mit dieser Dreieck-Stern-Transformation tatsächlich Probleme lösen. So. Gut. Dann habe ich eine Übung, die wir nicht jetzt machen. Nämlich löten Sie einen Widerstandswürfel aus verschiedenen Widerständen zusammen. Und dann eben zwei Dinge. Erstens den Diagonalwiderstand berechnen. Und wenn einem das zu fade ist, es gibt ja 4 Diagonalen, also man kann das auch 4-mal rechnen. Und dann eben auch messen, ob das Richtige rauskommt oder ob man halbwegs nah beieinander ist. Wenn man das genau haben möchte, ein kleiner Tipp von mir, vorher jeden einzelnen Widerstand messen und sich das aufschreiben, weil, wie wir das letzte Mal schon gesehen haben, ist der Widerstandswert, der draufsteht, nur auf 1% oder bei ganz billigen Widerständen ein paar Prozent genau. Und wenn die mal zusammengelötet sind in einem Würfel, dann kann ich nicht meinen einzelnen Widerstandswert messen, sondern wenn ich dann meinen Würfel habe, und ich sage, ach, ich will jetzt diesen Widerstand messen und ich messe da hinein, dann messe ich natürlich nicht diesen Widerstand, sondern ich messe dann diesen Widerstand mit dieser seltsamen Schaltung von 11 anderen Widerständen parallel. Und das ist nicht, also wenn man das machen möchte, besser vorher die Widerstände genau messen und dann den Würfel zusammenlöten. Und das kann auch eine ganz nette Gruppenarbeit sein, wenn man sich irgendwie zwei finden und der eine findet Löten sehr interessant und der andere findet Rechnen sehr interessant. Dann kann man zum Beispiel auch ausrechnen, wie groß der Messfehler ist, wenn man das nimmt. Genau. Und man kann schauen, was der schnellere Ansatz ist bei sowas. Ein mühsames Rechnen oder ein mühsames Löten. So. Ich habe eine Frage. Ja. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die verschiedenen Diagonalen verschiedene Gesamtwiderstände ergeben? Also im Allgemeinen, ja. Natürlich. Im einen Ohmwiderstand zum Beispiel, ja, zum Beispiel ja. Nicht. Also man könnte das vielleicht, also wenn man das an Marketingmenschen sagt, der vermarktet das dann gleich als ein vierfach multifunktionales Widerstand. Ja.